Sommerzeit ist Reisezeit, auch für Bürger Domeyer, Matthias Fuhrmann und Norwegen-Neuling Christian Meyer, heißt es im August vergangenen Jahres, ab in den Norden. Ihr Ziel ist ein Anglerparadies in Mittelnorwegen, genauer gesagt das Camp in Vikbrygge. Die Petri-Jünger haben sich dafür entschieden, die Strecke von Kiel bis Oslo mit der Fähre der Color Line zu überbrücken. Eine sehr bequeme Variante. Am frühen Nachmittag heißt es in Kiel, Leinen los. Bei solch einem Wetter und der tollen Atmosphäre an Bord kann man sich optimal auf die kommenden 7 Angeltage einstimmen. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie in Oslo herzlich willkommen. Am nächsten Vormittag hat die Color Fantasy den Hafen von Oslo erreicht. Nun haben die Angler noch eine Autofahrt von rund 9 Stunden vor sich. Doch wenn man sich beim Fahren abwechselt, ist das überhaupt kein Problem. Außerdem gibt's in Norwegen links und rechts der Straße immer eine Menge zu entdecken. Mit Glück sieht man sogar einen Elch in freier Wildbahn. Dieser scheint extra für Christian einen Willkommensgruß zu schicken. Lange Zeit mustert er das Gefährt am Fahrbahnrand. Dann scheint es ihm zu langweilig zu werden. Klasse. Der erste Elch. Auf freier Wildbahn. Irre. Sowas hier alles in Norwegen. Am Abend ist das Ziel dann erreicht. Vikbrygge. Das idyllische Camp liegt sehr geschützt, in einem Scherengürtel eingebettet. Auch die perfekt ausgestatteten Apartments lassen keine Wünsche offen. Selbstverständlich liegen sie direkt am Wasser. Hier gibt's sogar ein Café bzw. eine kleine Kneipe. Langeweile kommt also auch bei schlechtem Wetter nicht auf. Die Angler werden bereits vom Campbetreuer Stefan Vogt erwartet. Matthias kennt den Spezi bereits von vergangenen Touren. Die Wiedersehensfreude ist natürlich groß. Ich bin absolut sprachlos. Es ist eine wunderschöne Gegend hier. Also Wahnsinn. Ich sage, gigantische Kulisse. Das ist irre. Nach einer kurzen Einweisung stoßen die Angler auf eine hoffentlich erfolgreiche Tour an. Am nächsten Morgen kann es vor allem Christian, der von allen nur Krischi genannt wird, kaum erwarten. Er darf zu Stefan an Bord, der hier auch Einzel- und Gruppenguidings anbietet. Ja, heute werden wir mal versuchen, dass wir ein bisschen offshore fahren, mal schön weit raus und mal gucken, ob wir da auf irgendwelchen Plateaus noch mal ein paar richtig große Dorsche fangen. Das wäre ja mal so ein Highlight. Noch schnell eine Fischwanne einladen, dann kann's losgehen. So, heute haben wir einen sehr, sehr schönen, ruhigen Sonntag. Wir hatten also ein paar Tage Wind und dann hat sich's absolut beruhigt. Spiegelglatte See, wie ihr seht. Und wir werden heute mal probieren, dass wir ein Stück rauskommen ins offene Meer. Wir wissen noch nicht genau, wie weit wir kommen, aber wir werden erstmal versuchen, ein paar Unterwasserrücken vor der Küste anzufahren. Und ich denke, das wird eigentlich uns gelingen. Ziel sollte sein heute, dass wir vielleicht mit ein bisschen Glück ein paar gute Dorsche fangen und vielleicht den einen oder anderen Seelachs oder Poller kriegen. So haben wir uns das vorgestellt. Es kommt ja meistens anders, als man denkt. Aber wir sind guter Dinge und das Wetter sieht stabil aus. Und ja, wir hoffen, das funktioniert ganz gut. Jetzt geht's los, endlich! Birger und Matthias stechen mit einem 19 Fuß langen Kasbollboot in See. Vor allem als ungeübter Bootsfahrer sollte man sich die Route durch den Scherengürtel gut einprägen. Denn links und rechts des Fahrwassers lauern tückische Untiefen. Zuerst steuert Stefan ein Plateau an, an dem er größere Dorsche vermutet. Es geht darum, erstmal den Fisch zu lokalisieren. Haben wir aber welchen Fisch da? Ich sehe ein bisschen was. Ich habe hier gerade Überlagerungen, aber ich fahre gerade einen Top an und sehe, da waren so ein paar schöne, schwere Sicheln drauf. Ja? Aber ich sehe keinen Futterfisch. Und wir probieren mal alles, Gummifisch und Pilger. Und wir gucken mal, wie die Strömungsverhältnisse sind und wie wir treiben. Wir machen mal die Angeln fertig und gucken einfach mal. Ich kann es kaum erwarten. Total aufgeregt. Ja, so als Neuling oder sowas, was hältst du davon? Das ist erstmal ein schnell sinkendes Modell. Und ich bin jetzt nicht der Freund von diesen Einzelhaken mit diesen Assist-Hooks. Ja. So, ich bin so ein bisschen altmodisch. So, ich fische dann doch lieber einen Drilling. Aber versuchen kann man es. Ja, es ist aber eher ein Köder, den würde ich eher auf Seelachs oder Pollack fischen, schnell geführt. Schauen wir doch mal, das sieht doch, denke ich mal, groß aus. Eine Rassel drinne. Das wird wohl funktionieren, hoffe ich. Lange dauert es nicht, da findet der Pilker einen Abnehmer.
Zwar taucht kein Dorsch an der Wasseroberfläche auf, aber dafür ein richtig guter Pollack. Der erste vernünftige. Auf die leichte Spinnrute. Auf die leichte Spinnrute. Das mache ich auch am liebsten. Ein sehr schöner Pollack. Ich freue mich. Ja, war ein richtig schöner Biss. Ein sehr schöner Fisch. Das ist jetzt ein Pollack. Ja. Ganz tolles weißes Fleisch. Und herrlich. Das Fleisch hat so eine tolle Qualität, dass man den also auch zum Sushi verwenden kann. Oha. Ja, und roh essen kann. Ja, also einfach bloß klasse. Also die Fische hier ist der Wahnsinn. Also wir haben ja bis jetzt, wir haben ja gerade erst angefangen und das war schon ein verdammt schöner Fisch. Also ich bin fürs Erste erstmal schon mal befriedigt, wenn man so sagen kann. Zeit zum Verschnaufen bleibt allerdings nicht, denn Christian muss unmittelbar nach dem Versorgen des Fangs wieder ran. Und siehe da, diesmal hängt der Zielfisch, ein klasse Dorsch. Der meint's ernst, du. Klasse, einmal frei. Wahnsinn. Na, komm mal her. Oh. Ja, Wahnsinn. Ein schöner Dorsch. Also das ist schon für meine Verhältnisse ist das schon ein richtig, richtig guter Dorsch. Ein richtig guter Dorsch. Klasse. Richtig, also wir sind weiterhin am Suchen. Die richtig großen Schwärme haben wir noch nicht gefunden. Und sind jetzt einen Punkt angefahren. So eine, wie eine Unterwassernase, ja. Da kommt so ganz steil hoch auf 16 Meter mitten im Meer. Das ist schon irre. So, man sieht das auch jetzt am Echolot, wie steil das hier hoch geht. Und jetzt müssen wir halt die kleinen Köder finden. Geht schon. Größer ist der andere auf jeden Fall. Da haben wir einen schönen Dorsch gefangen. Der hat sich hier so einen kleinen Seelachs genommen. 10 Kilo hat er. Alter, ist der Wahnsinn. An der neuen Stelle ist es Stefan, der zunächst die Nase vorn hat. Was für ein Fisch. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Sowas kann man hier angeln. Ey. Krischi kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Während er noch Stefans Fisch bewundert, hat auch er wieder alle Hände voll zu tun. Oh, ja. Alter, und das so aus dem Hinterhalt. Ja. Sehr gut, das ist eine gute Fisch, das ist ein guter Fisch. Das bezweifle ich auch nicht. Puh. Ja, Wahnsinn. Der ist ja böse. Ein schöner Dorsch, toll gezeichnet. Schön im Futter, muss man sagen. Hat auch ein paar Dorschläuse hier. Sehr gesund. Toller Fisch, wir freuen uns. Der erste, etwas bessere heute. Ich würde sagen, wir lassen ihn wieder schwimmen. Er kam im flachen Wasser und ja. Das erste, ich habe euch doch gesagt, dass das eine Halbboot-Attacke war. Nicht zu glauben. Christians erster Angeltag in Norwegen und schon hat er einen Heilboot am Haken. Alter, ich habe eine Platte, Alter, ich glaub's nicht. Ich bin völlig sprachlos. Also bei dem Trip hier mal so ein Heilboot zu fangen, also das habe ich mir überhaupt nicht träumen lassen. Mit so einer Erwartung bin ich auch gar nicht hergekommen. Ich wollte einfach bloß Spaß haben. Und jetzt habe ich tatsächlich, also im Hintergedanken hat man sowas ja, aber andere Leute, die fahren da wirklich Ewigkeiten, um so einen Fisch zu fangen. Und ich habe es tatsächlich gepackt. Wahnsinn. Yes. Und dann ging es bam, bam, bam. Und da hatten wir zwei. Alter, das hast du echt gut gemacht. Zwei dicke Fische am Haken und ja, wir. Sehr gut gefahren. Hoffentlich können wir das jetzt noch. Nochmal wiederholen. Das, aber ich bin schon sehr, sehr so. Ich bin happy. Also. Wahnsinn. Krischi muss natürlich auch den anderen Bootskollegen von seiner Heilboot-Premiere berichten. Er kann sein Glück immer noch nicht fassen. Boah, ist der da reingerannt, ey. Geil. Vor allem, ich habe gerade weggestanden, weil er hat einen großen Dorsch gefangen. Wollte ihm mal eine Zange geben, stehe da zum Rücken dazu. Da hat mir ja fast hier rückwärts rausgeschleudert. Boah, ist der da reingeballert. Jetzt haben wir einen wunderschönen Sonntag mit wenig Wind. Aber der Pferdefuß ist, dass wir so gut wie keine Drift haben. Es ist jetzt kurz nach drei, das heißt, wir sind genau in der Phase Hochwasser, wo das Wasser steht. Wir stehen auf der Stelle, tun uns ein bisschen schwer jetzt hier Dorsche zu finden.
irgendwas anderes, haben noch ein bisschen versucht, vielleicht ein paar Seelachse zu fangen. Aber wir sehen das hier auf dem Kartenblatt, wir stehen fast auf der Stelle. Da haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir mal im Prinzip diese Wetterbedingungen aus, die man eigentlich sonst gar nicht so haben will, um Dorsche und Schwarmfische zu angeln, weil man dann natürlich versucht, ein bisschen was abzusuchen auf dem Meer. Versuchen wir einfach jetzt mal noch ein paar Köderfische zu fangen und dann mal auf unsere roten Freunde, die Rotbarsche, zu angeln. Da ist das wiederum ein großer Vorteil, wenn man nicht so schnell treibt. Die stehen meist lokal an steilen Abbrüchen und da haben wir ein paar gute Stellen im Kartplotter und das würden wir jetzt mal versuchen. So Krischi, das ist ja dann genug Köderfische. Zunächst brauchen Krischi und Stefan Köderfische. Die halbstarken Köhler sind schnell gefangen. Zumindest, wenn man einen Guide an Bord hat, der weiß, wo sie zu fangen sind. Mit geübter Hand hat Stefan die Köhler im Nu filetiert. Jetzt nur noch Streifen schneiden, dann sind die Happen bereit zum Anködern. Christian will keine Sekunde Angelzeit verlieren. Kein Wunder, dass seine Montage mal wieder zuerst im Wasser ist. Während er eine klassische Multirolle benutzt, geht Stefan mit einer Elektrorolle ins Rennen. So ein Modell ist beim Tiefseeangeln mit schweren Gewichten eine große Erleichterung. Irgendetwas scheint sich an Krischis Fetzen zu schaffen zu machen. Auf keinen Fall darf er zu früh anschlagen. So, auf jeden Fall am Machen da unten. Wenig später hängt tatsächlich etwas dran. Bleibt die spannende Frage, mit wem genau es Krischi diesmal zu tun hat. Weil das hat mehrmals denn so. Dann war wieder Ruhe, mal kurz ein bisschen nachgelassen und dann ist wieder nochmal irgendwie gerubbelt. Er will kein Risiko eingehen und pumpt sehr behutsam, damit der oder die Fische bloß nicht ausschlitzen. Wow, guck mal, ist das geil, guck dir das an. Hätten Sie etwas anderes erwartet? Unser Norwegen-Neuling kann sogar Rotbarsche auf Ansage fangen und keine schlechten. Tja, Mensch. Heute mal die ganze Bandbreite hier, fast die ganze Bandbreite hier, was hier so geboten wird. Jetzt noch richtig schöne Rotbarsche, also der Tag, der kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. Also Heilbutt, Dorsch, Rotbarsch, Pollack, ich weiß gar nicht, was noch alles. Also eine Artenvielfalt, das macht echt irre Spaß hier. Also ich habe sowas ja noch nie so wirklich gefangen. Bin ein absoluter Neuling, aber ich finde es faszinierend. Leider nur einer. Ich denke auch, dass ich einen verloren habe. Grischi hat das auch gerade gesagt. Schöne Größe, fett, schöner Sommerfisch. Ja, oberlecker. Freuen wir uns. Also die erste Drift, die hat gleich gesessen. Wir haben beide Rotbarsch Kontakt gehabt. Das ist ein Platz, den Fische schon eine ganze Weile, wo man auch immer wieder viele Rotbarsche fängt. Und das ganze Geheimnis ist hier, dass das wie eine kleine Steilwand ist. Also wenn man mit dem Echolot dann vom flachen Wasser ins Tiefe fährt, geht es 70, 80, 100 Meter, 120 Meter und dann setzt das Echolot aus und setzt wieder ein bei 200 Metern. Das bedeutet, das ist eine Steinwand und das sind die Plätze, wo die Rotbarsche stehen. Die frischen Fetzenköder werden auf die Reise geschickt. Der ein oder andere Rotbarsch findet noch den Weg an Bord. Dann geht ein Angeltag der Extraklasse zu Ende. Heute hat einfach alles gepasst, die Fische und das Wetter. Bevor sich Krischi ein kühles Feierabendbierchen gönnen kann, hat er noch die Ehre, die Fische zu versorgen und vor allem seinen ersten selbstgefangenen Heilbutt zu filetieren. Jo, dann wollen wir mal gucken hier, dass wir da ein paar richtig schöne brauchbare Filets rauskriegen. Der hat auch ordentlich Fleisch auf den Rippen gehabt, der Kumpel. Klasse Fisch. Hier in Wiegbrücke gehört zu jedem Apartment eine eigene Gefriertruhe. Reichlich Platz also, um die Kühlbox direkt hineinzustellen. So taut während der Rückreise garantiert nichts an oder gar auf. Ja,
Hier in der Region Flattange, Mittelnorwegen, gibt es natürlich neben Wiegbrügge auch noch ein paar andere sehr schöne Anlagen. Und in einer befinden wir uns jetzt hier gerade. Und Stefan stellt uns die einfach mal kurz vor. Genau. Und hier ist was passiert in Flattange. 2012 wurde dieses schicke Angelcamp fertiggestellt. 8 Wohneinheiten, Ferienwohnungen, die sehr modern und hochwertig ausgestattet sind, gepaart mit einer tollen Bootsflotte. Ist auch eine geschützte Lage. Also man hat also sowohl die Möglichkeiten in diesen inneren Bereich, also auch, aber auch Schlachtdistanz zur äußeren. Ne? Ja. Flattanger Robo ist wirklich ein zentraler Ausgangspunkt, um das gesamte Angelrevier in Flattanger zu erschließen. Und man hat Anfahrtswege zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde zu allen Topspots, die wir im Prinzip beangelt haben. Und das mit dem Boden, so Halbkajütboote, die auch ein bisschen geschützt sind, ein bisschen Fahrtwind und Gischt, weg ist 70 PS, sehe ich hier gerade. Also es sind die ersten Halbkajütboote, die in der Region Flattanger in der Vermietung sind. Und das Kundenfeedback war also sehr positiv. Sie sind doch sehr sicher, diese Boote, und nehmen also auch Spritzwasser und Gischt. Es war, ja, vielleicht wurde hier sogar ein neuer Trend gesetzt. Während Matthias die Boote einmal genauer unter die Lupe nimmt, sind andere Angler von ihrer Ausfahrt zurückgekommen. Mal schauen, was sie gefangen haben. Stefan, sowas hast du uns noch nicht geboten, den Schellfisch. Zeig uns mal den Schellfisch. So sieht das ein Schellfisch aus. Wow! Sind mit dem Auto jetzt hier über Flattanger gefahren und sind jetzt hier an ziemlich spektakulären Straumen gekommen. Stefan, kann man hier Fische fangen? Hier kann man Fische fangen. Also wir haben hier auf dem Weg zwischen Lausnes und Wieg haben wir 2 Gezeiten Straumen. Das ist der größere hier. Der heißt Nordstraumen. Der ist auch recht breit und hier bewegt es also eine Menge Wasser, also bei Ebbe und Flut. Im Moment läuft das Wasser ein bisschen ab und naja, im Moment ist es nicht ganz so spektakulär, aber bei Hochwasser ist hier richtig alles weiß, ja, und dann kocht das Wasser. Und ich habe hier schon mal von Land aus geangelt, habe mal ein paar Dorsche gefangen. Und ich habe von der Brücke auch schon mal ein paar Meerforellen und Lachse gesehen. Also Lachse, ja? Ja, Lachse gesehen. Ja. So, das war ein sehr trockener Sommer und die kamen wohl die Flüsse nicht rauf, haben Einheimische mir erzählt. Und dann standen die hier und waren gut zu sehen in der Strömung. Ja, ja, irre. Also das ist auch eine Alternative, hier mal bei Schlechtwetter wirklich vom Land zu angeln. Aber man sieht doch so eine Art Mischgrund hier noch, auch sandige Abschnitte. Hochinteressant eigentlich. Ja. Ja, ja. Na ja, wenn Sturm ist, werden wir das vielleicht mal probieren. Sollte man tun. Tag 2, Wetter hält, wir sind sehr gespannt. Der letzte Fisch, gute Fisch ging gestern verloren beim Bürger. War ein bisschen leichtes Gerät. Die Jungs vermuten, es war ein Heilbutt, ein guter Heilbutt. Kein Riese, aber ein sehr guter. Oder ein riesiger Dorsch. Obwohl Matthias erzählte was von der Flucht mit 30, 40 Meter Schnur. Das habe ich persönlich bei einem Dorsch noch nicht erlebt. Also ist eher die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Dass das ein Heilbutt war. So, das heißt, die Jungs haben da noch eine Rechnung offen und wollen heute probieren, ob sie da vielleicht noch eine Chance bekommen. Wir sind am Fangplatz angekommen. Wir haben ein bisschen Nordostwind heute und ich habe bei 90 Meter gestoppt, hatte ich das Echolot an, hatten wir Mittelwasserpaar kleine Futterfische und hatte eine ganz normale Pilkmontage jetzt dran. Ein Gummimack plus Pilker, 260 Gramm. Und bin durch den Schwarm durch jetzt und habe angehoben und hatte in Grundnähe einen guten Biss. Das fühlt sich gut an, schwer an. Keine Ahnung, was es ist. Könnte ein schöner Dorsch sein. Ja. Das ist das Wahrscheinlichste, dass es ein Dorsch ist. Herrlich. Wasser in deinem Dorsch. Bring her. So. Oi. Voilà. Schöner Dorsch. Der hat den Pilker genommen. Der wollte den. Auch Krischi will sich natürlich noch einen von den Dorschbrocken abholen. Der erste lässt nicht lange auf sich warten. Das ist aber gut, oder Krischi? Ich denke schon, ja. Das ist ein guter Fisch. Also fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Oh ja. Nicht schlecht. Wahnsinnsfisch.
Also das ist mein größter Dorsch, denke ich. Yes! Wow! Herrlich! So, Grischi hatte seinen ersten Meterdorsch gerade gefangen. Jetzt war ich ein bisschen übermütig und habe gesagt, als nächstes verspreche ich dir 1,10 Meter. Wir haben Flachs gesagt. Der Fisch, den er jetzt im Drill hat, ist ein Dorsch. Der ist über 1,10 Meter, Freunde. Das wird das erleben. Hab so ein bisschen Gänsehaut. Ist schon doll. Es passt gut hier mit Grischi und unseren Turm. Er ist ein Erfolgsgarant. Der braucht nur eine Angel in die Hand nehmen und irgendwas passiert. Das ist gut. So einen musst du immer dabei haben. Ich bin so gespannt, wie groß der ist und was es ist und oh. Wie viele Meter hast du? Ja, so viel ist nicht mehr. Also so 20 Meter vielleicht. Okay. Da gehen wir mal hin. Der Gummimack hat sich im Kiemendeckel verfangen, daher fühlte sich der Fisch noch größer an. Trotzdem ist auch dies wieder ein echter Traumdorsch. Noch nicht. Aber hat sich sehr, sehr gut verkauft. Mein Gott, der hat aber gezogen am Stock. Herrlich. Unmittelbar im Anschluss legt Stefan noch einen 29 Pfünder nach. Was ist das wieder für ein unglaublicher Angeltag? Fangtiefe war so 70 Meter. Schöner Fisch, war mit Ansage. Er hat einen guten Platz gefunden. Die stehen unter dem großen Seelachsschwarm. Das ist noch nicht das Ende heute. Ein schöner Seelachs fehlt noch in Krischis Norwegen-Sammlung. Und auch damit sollte vor Wiegbrügge schnell gedient sein. Also nach wie vor haben wir unheimlich schönes Wetter jetzt. Die Sonne scheint und wir haben richtig gute Dorsche gefangen. Jetzt sind wir ein bisschen unter Land gefahren, ein bisschen Sicherheit. Und jetzt haben wir versucht, große Seelachse zu finden. Sind wir sehr strategisch vorgegangen, haben wir erst im flachen Wasser gesucht. Dann sind wir aber an einem Plateau an der Außenkante gefahren, haben wir nichts gefunden, haben wir viel gedreht und probiert. Und jetzt sind wir in die Mitte des Plateaus gefahren bei 80, 90 Meter Wassertiefe und da haben wir dann auf einmal die Seelachse gefunden. Also Christian hat schon einige gute Fische gefangen. Der beste war so knapp unter 10 Kilo, 9 Kilo. Ja, und Durchschnittsgewicht lag vielleicht bei zwischen 4 und 5 Kilo. So, ja. Ist ein typisches Speedpilgen, was wir heute machen. Das heißt, also alle möglichen Köder werden hier durchs Wasser gezogen mit größtmöglicher Geschwindigkeit. Und das wirkt eben nach wie vor. So, der Köhler ist wirklich ein Augenräuber und er schießt auf diese sich schnell bewegenden Köder. Im Prinzip schießt er drauf. Ja, der zieht wieder tüchtig am Stock. Die haben eine Körperspannung, die Kumpels. Die können eine Kraft entwickeln. Das ist schon sagenhaft. Also Norwegen, das gefällt mir immer mehr. So als Einsteiger. Also Wahnsinn. Doch sehr, sehr schön. Jetzt haben wir einfach mal unserem Skipper, dem Stefan, die Kamera in die Hand gedrückt. Wir wollen jetzt mal gucken, ob es jetzt mit einem Live-Biss klappt. Aber bei dem Christian mache ich mir da keine Sorgen. Los geht's. Es ist ja doch auch mal schön, vor der Kamera stehen zu dürfen. Aber bisher bin ich da heute nicht viel gekommen dazu, denn immer wenn ich gerade meinen Köder im Wasser hatte, dann hat hier unser Norwegen-Neuling schon Fisch gerufen. Aber ich bin ja auch nicht in erster Linie zum Angeln da. Gerade auf dem Echolot ein paar schöne Sicheln gesehen. Ist ja schon unten. Oh, da ist schon der erste. Mal schauen. Ich glaube, ich war noch gar nicht unten. Oh, und bei mir auch. Ja, das hat ja super geklappt. Oh. Das ist Seelachsangeln. Vom Feinsten. Vom Feinsten. Aber meiner ist nicht ganz so groß, der hat schon aufgegeben. Stefan, ich denke, es hat sich gelohnt, die Kamera mal zu übernehmen für einen Moment. Ne? Oh, jetzt wächst meiner doch. Es macht ganz großen Spaß hier zu halten, die Kamera und zu sehen, wie ihr angelt. Und hier sieht man jetzt wunderschön
wie der Assist-Hook vorne im Maul hängt. So wie es sein soll. Ja, tolle Fische, ne? Wahnsinn. Macht irre Spaß, oder? So muss das sein. Bei unserer kleinen Rundtour hier über Flatterer sind wir jetzt in welchem Camp angekommen? Ja, wir sind jetzt angekommen in Hasvok, Hasvokbrücke. Wir mussten ein bisschen verziehen. Der Wind bläst draußen und es regnet ein bisschen, so wir können nicht so viele Außenaufnahmen machen. Ja, Hasvok ist jetzt das südlichste Camp, was wir vorstellen in Flatanger. Wir haben ja angefangen nördlichst mit Flatanger Rohrbü, Wiegbrücke und jetzt sind wir in Hasvok. Das bedeutet, Hasvok ist ein alter Handelsplatz oder war eine alte Fischannahme und ist mit sehr viel Akribie modernisiert worden. Und es sind hier einige schöne Ferienwohnungen für Angler entstanden. Dazu gehört eine sichere Bootsflotte. Aber das Allerbeste von in Hasvok ist die Erreichbarkeit der guten Angelplätze, die wir ja bereits schon vorgestellt haben. 15 bis 20 Minuten Anfahrt. Eine Top-Lokalität. Liegt eigentlich auch ein bisschen geschützt. Wir haben heute Südwestwindstärke. Was haben wir gesagt? Eine 5 bis 6 haben wir bestimmt. 5 bis 6 Windstärken. Um eigentlich spürt man kaum was hier vor der Haustür. Also auch hier hat man im Prinzip die Möglichkeit, ein bisschen zu fischen, noch wenn es mal etwas stärker bläst. Ja. Wir sind wieder zurück vor Wiegbrügge auf Stefans Arvor-Boot. Heute soll es gezielt auf Heilboot gehen. Matthias scheint den richtigen Riecher zu haben. Das ist ein Heilboot. Warte mal, jetzt legt er sich durch. Jetzt, bleib, zieh durch. Das ist dran. Das ist keiner, ne? Jetzt hat man einen schönen Biss, hatte ich gerade. Ist leider verkackt, muss ich ehrlich sagen. Stefan hat hier einen Platz angefahren, wo er volles Vertrauen drin hatte. Weil hier hat er also auch schon Butz gefangen gehabt. Und ich denke, hier liegen welche. Mit ein bisschen Glück kriegen wir noch einen. Mit einem Heilboot sollte es zwar nicht mehr klappen, trotzdem fällt das Fazit für diese Norwegen-Tour natürlich durchweg positiv aus. Eine sehr schöne Zeit hier in Wiegbrügge geht leider auch irgendwann mal zu Ende. Wir haben hier eine wirklich richtig klasse Woche erlebt. Heute waren wir auf Heilboot draußen, das hat nicht so geklappt. Wir hatten einen schönen Biss, also die Chance war da. Du hast ja auch schon Butz gefangen hier regelmäßig, ne? Ich habe ja regelmäßig also Heilboot gefangen. Ich mache das seit 3 Jahren und ich fange zwischen 20 und 40 Fische im Jahr so und bei recht wenigen Guidings eigentlich. Und heute hatten wir eine richtig gute Chance, aber... Ja, ich hab's versaut. Ich weiß. Versaut! Ja, ja. Es war fast auf Ansage auf dem Platz, wo du auch sagtest, hier hattest du häufig schon Kontakt. Und naja, so ist das halt. Der Fisch muss auch seine Chance haben. Aber wir haben also eine sehr vielseitige Fischerei erlebt, von richtig guten Dorschen, von guten Seelachsen, wo du sagst, das geht noch besser. Da habt ihr teilweise noch größere hier gefangen. Ne? Richtig, speziell im Frühjahr und also bis Juni, bis Mitte Juli hatten wir noch größere Seelachse. Also aber da waren zweistellig überhaupt kein Thema. Ich denke, dass jeder da auch zufrieden ist mit denen, die wir gefangen haben. Dann haben wir, was haben wir noch gefangen? Rotbarsche haben wir gefangen. Schöne große Rotbarsche. Pollack, ja. War richtig schöne, spannende Fischerei, vielseitig. War auch für mich spannend, ja, muss ich sagen. Ich denke, das Revier hat sich von seiner guten Seite auch gezeigt und das Potenzial auch gezeigt, dass man auch mit dem Auto noch gut erreichbar und eine Top-Ecke. Wir kommen gerne wieder, Stefan. Super, vielen Dank, man sieht sich wieder. Danke, ja. Okay.